Herzlich willkommen zurück zu Total War Saga Troy. Mit mir, Gaius Julius Caesar, und mit unserem mächtigen Agamemnon, dem König von Mykene, in einer denkwürdigen und großen Schlacht, die äußerst schwierig ausschaut. Der Feind hat mehr Männer und der Feind hat den Vorteil des Fernkampfes. Das wird nicht leicht werden. Wir haben hier auch ein deutlich schlechteres Kräfteverhältnis. Dennoch werden wir natürlich das Gefecht selbst führen, die Schlacht von Tyrins. Wir sehen hier auch schon die Karte. Es sieht nach Berglandschaften aus, nach Wald, den man dort findet. Ja, wir müssen überlegen, wie wir dann vorgehen. Sei stark, sprach mein Herz. Ich habe Schlimmeres gesehen als dies. Bin ich doch ein Krieger. Homer, die Ilias. Finde ich schön, dass das immer wieder hier gezeigt wird. So, wir sehen jetzt hier erstmal die aktuell feindliche Einheit. Der Vorteil ist natürlich, die Feinde haben zwei Helden. Wir haben mit Agamemnon nur einen. Auf den müssen wir ein bisschen achten, dass der nicht, ja, ausgeschaltet wird. Unser Nachteil ist, wir haben, glaube ich, nur tatsächlich zwei Fernkämpfer. Vielleicht hätte ich doch ein bisschen mehr auf Fernkämpfer setzen müssen. So, da ist er. Der mächtige Agamemnon mit seinem Heer. Mit seinen Truppen. Speerkriegern, Schleuderern und was dazu gehört. So, wir sind die Angreifer. Tja, wie machen wir das jetzt am schlausten? Also die Feinde werden irgendwo hier sein. Wir könnten uns natürlich auch hier oben positionieren. Hier vorrücken. Der Wald gefällt mir hier nicht. Wenn die sich hier verstecken, dann können wir sie nicht sehen. Ich würde sie gerne auf offenem Schlachtfeld gegenüberstehen sehen. Ich wage es jetzt trotzdem mal hier. Wir nehmen mal, was haben wir hier? Leichte Schwertkämpfer, Miliz. Wir nehmen mal unsere klassischen Speerkrieger. Die werde ich mal hier positionieren. Da hinkt er so ein bisschen. Die restlichen. Die restlichen Nahkämpfer. Dann haben wir noch unsere Schleuderereinheit. Packe ich auch mal dorthin. Ich weiß nicht, was die für eine Reichweite hat. Vielleicht können wir da das ein bisschen ausnutzen. Aber das Problem ist, die Feinde haben ja auch Fernkämpfer. Das heißt, den Kampf werden wir halt nicht im Fernkampfduell gewinnen können. So, hier haben wir Plänkler, die haben eine geringere Reichweite als die Schleuderer. Versteckt. Ob wir die hier schon mal positionieren könnten, dass die auf die Feinde schießt und sich gegebenenfalls dann zurückzieht. Sinnvoll wäre es natürlich irgendwie hier im Wald. Aber wer weiß, wie gut das aufgeht, die Taktik. Sind wir hier jetzt versteckt? Es steht hier wenigstens, dass wir versteckt sind. Okay, jetzt schaue ich mir nochmal kurz meine Einheiten genauer an, weil das ist auch relevant. So, Wachmodus. Das brauchen wir nicht. Nahkampfmodus. Stoppen, gruppieren, Rückzug, Formation festlegen. Vielleicht packe ich mal auf die 1. Agamemnon um die 2. 4. 5. So. Aber könnt ihr denn... Ich hätte jetzt mir gewünscht, dass ihr so eine Art Schildwall bilden könnt. Aber das ist scheinbar nicht der Fall. Es gibt nur diesen Wachmodus. Formation. Wir starten mal das Gefecht. Das sind schon viele Feinde. Der Feind bekommt Verstärkung. Welch Überraschung, der Feind bekommt Verstärkung, das glaubt man ja nicht. So, rücken wir mal hier vorwärts. Diese Miliz kann ich schon mal angreifen. Oh, verdammt, diese Schleuderer. Das Problem ist, die kommen in meine Reichweite. Ich weiß nicht, ob die mich dann sehen. Dann haben wir auf jeden Fall ein Problem. Oh.
So, werde ich von den Schleuderern auch attackiert? Jetzt. Ah. Den Schaden habe ich nicht gemacht. Komm, schießt auf die Schleuderer. Wurfspeere, ja, jetzt müssen wir uns zurückziehen. So, wir haben noch eine Salve abgefeuert. Jetzt ziehen wir uns einmal bitte schnell zurück. Das war nämlich ein wenig unser Plan. Vielleicht können wir es hier ein bisschen vorlocken. Jetzt kriegen wir natürlich von hinten die Salve mit. Was sehr ungünstig ist. Ich will nochmal auf die Miliz schießen. Könnt ihr das nicht? Was macht ihr denn, hallo? Irgendwie machen sie nicht das, was sie sollen. Okay, wir lassen uns gleich mal unsere Truppen vorrücken. Eure Krieger haben versteckte Feinde entdeckt. So, wir müssen jetzt schneller vorrücken gegen die Feinde. Nämlich fast zu viele. Zieht euch hier mal zurück. Eure Krieger verlieren den Mut. Ja, die kommen jetzt von hinten hier, die Feinde. So, Agamemnon. Okay, vielleicht können wir die hier erwischen. Ah, die fliehen jetzt hier. So. Vorwärts, Agamemnon. Du hast noch keine Spezialfähigkeit aktuell, oder? Hier an der Ostflanke gewinnen wir. Zieht euch zurück. Flieht. Bevor der Feind kommt. Eure Krieger sammeln sich. Ja, weil Agamemnon hier ist, Freunde. Oh, verdammt. Können die fliehen? So. Wir machen jetzt den hier fertig immer noch. Nein. Eure Krieger wurden in die Flucht geschlagen. Wo denn bitte? So, jetzt haben wir hier nochmal eine Stärke gemacht. Okay, greifen wir hier an. Helden machen wir hier noch fertig. Das Problem ist, hier werden unsere Truppen gerade richtig schön auseinandergehen. Hades hat den feindlichen Helden zu sich geholt. Ja, der feindliche Held ist tot, sehr gut. Okay, wir jagen jetzt hier. Okay, wir müssen jetzt hier unterstützen. Das macht aktuell Agamemnon. Das ist alleine hier nicht mehr so viel Leben. Gott, unsere ganzen Truppen fliehen. Das ist nicht gut. Bei Ares, eure Krieger sammeln sich. Das ist wiederum gut. Wir ziehen ihn mal zurück hier. Kommt, hier angreifen. Vorwärts. Kann ich die Plänkler hier angreifen? Okay, ich tue die hier mal verfolgen. Genau, hier schießen wir sie ab.
Okay, wir ziehen uns hier nochmal zurück. Der Feind hat eure versteckten Einheiten. Greif doch an. Ich weiß nicht, wieso die hier einfach stehen bleiben. Die bewegen sich nicht. So, wir müssen hier nochmal angreifen. Ja, genau, und ihr flieht schön. Und hier fliehen auch alle. Okay, die fliehen auch, wir brauchen Verstärkung. Oh nein, unsere Truppen fliehen alle gerade. Ah, das sieht nicht gut aus. Zieht euch mal ein bisschen zurück. Komm her. Wir brauchen dich, Agamemnon. Ah, die sind kurz vorm Fliehen schon wieder. Kannst du nicht nochmal zeigen, was du kannst? Kämpfen die hier auch oder laufen die nur die ganze Zeit? Ja, die Feinde fliehen eben. Das Problem ist, dass die so viele Fernkämpfer haben, dass wir das nicht schaffen. Ich weiß nicht, wie viele Lebenspunkte noch Agamemnon hat. Ah, der schlachtet sich gut durch, aber das wird nicht reichen gegen die Feinde hier. Genau, zieht ihr euch nochmal zurück. Ja, die müssten wir noch jetzt hier mal erwischen. Unsere Schwertkämpfer sind noch gut dabei, nämlich. Und auch Agamemnon. Den habe ich ein bisschen spät in die Schlacht, aber ich wollte halt nicht, dass er gleich drauf geht. So, die müssen doch jetzt hier auch mal fliehen. Könnt ihr nochmal schießen, bitte, Fernkämpfer? Oh nein, wir kriegen eine Salve von hinten. Oh, shit. Kommt, schießt. Jawohl, wir können auch nochmal schießen. So, Agamemnon, geh mal darüber. Greift die Fernkämpfer bitte an. Oh, aber da kommt noch so viel, was sich hier wieder sammelt. Und bei uns ist schon alles geflohen. Das sieht leider nicht mehr allzu gut aus. Ja, er ist halt sehr langsam. Ah, und die fliehen jetzt auch, die Feigen. Hat keine Munition mehr. Ja, das ist natürlich auch super, dass die keine Munition mehr haben. Der schlägt sich seinen Weg wirklich davon. So. Okay, die Schwertkämpfer, ja gut, aber schaut an, die Feinde haben hier noch so viele Truppen. Wir können uns hier mal ein bisschen zurückziehen. Plänkler. Die Plänkler muss er doch eigentlich fertig machen. Ja, das Problem ist, sie laufen in die falsche Richtung. Und die haben jetzt nochmal irgendeine Spezialfertigkeit bekommen. Die mal in die Richtung, bitte. Ah, hier sind noch Speerkämpfer. Komm weg da! Ach, verdammt, der feindliche Held ist hier. Los! Gebt Acht! Ihr verliert an Boden! Hey, was machst du denn da, Agamemnon? Verdammt, der wurde niedergestreckt. Ja, meine Güte, wir haben tatsächlich eine glorreiche Niederlage erlitten. Krass. Ja, es war eine sehr harte Schlacht und wir haben verloren, aber ich denke, wir haben unser Bestes gegeben. Die Feinde hatten einfach enorme Fernkämpfer, an die wir nicht so gut rankommen konnten. Die konnten uns aus der Ferne erschießen, das war echt nicht leicht. Ja. Dann müssen wir damit jetzt zurechtkommen, tatsächlich. Ich meine, ich habe ja gleich gesagt, wir spielen auf Veteranen und da ist die Schwierigkeit sehr hoch. Wir hatten 282 Verluste, die Feinde hatten sogar mehr Verluste als wir. Aber wir haben die Einheiten nicht vollständig zum Fliegen gebracht, das war das Problem, Freunde. Das war das große Problem. Die Feinde haben noch immer übrig ungefähr 310 und wir haben noch 344. Also wir haben noch mehr Truppen als die Feinde jetzt. Übrig. Das heißt, ja, es war kein, wie soll ich das sagen, es war keine richtige Niederlage. Es war eigentlich ein Pyrrhus-Sieg für die Feinde. Eine glorreiche Niederlage, aber wir geben natürlich nicht auf, wir sind Agamemnon. Wir ziehen uns, würde ich sagen, nach Mykene zurück.
werden dort stärker und werden nochmal gegen Tyriens ziehen. Die Art von Wort, die du sprichst, ist auch die Art von Wort, die an dich gerichtet werden wird. Homer, die Ilias. Ja, das sind weise Worte. Auch heute kennt man das noch. So wie man jemanden behandelt, so... ja, oder so wie man möchte, dass einer jemanden behandelt, so sollte man auch die anderen behandeln. Ja, aber ich meine, die Feinde hatten halt wirklich zwei Helden. Das war wirklich nicht leicht. Das war eine Schwierigkeit. Ist das dann nicht Agamemnon, der da jetzt übrig geblieben ist? Ich meine, einen Helden haben wir tatsächlich ausgeschaltet. Die wurde aufgelöst. Die wurden mehrere Einheiten aufgelöst. Andere sind aber schon wieder stärker. Ja. Also wir haben auf jeden Fall hier mehr Truppen übrig. Die Feinde haben leider ein paar von uns gefangen genommen. Das kann ja nicht sein. Retreat. Genau, jetzt haben wir uns hier ein bisschen... Jetzt haben wir uns hier verlassen. Zurückgezogen, genau. Ach nee, stimmt, wir waren die Verteidiger, nicht die Angreifer. Mein Fehler. Ja, ich meine, wir hätten natürlich auch defensiv gehen können. Aber... Ich denke, das wäre nicht weise gewesen. So. Grundsteinlegung. Wir haben ein Gebäude erbaut und damit Holz und Stein bekommen. Verbessert ein Siedlungsgebäude. Alles klar. Kriegen wir nochmal Holz und Steine. Ja, leider eine glorreiche Niederlage. Wir haben aber einen Feind im Kampf getötet. Das war, denke ich, wichtig. So. Okay, also wir brauchen, denke ich, beim nächsten Mal auf jeden Fall die Götter noch auf unserer Seite. Hier unsere Wurfspeere haben sich eigentlich ganz gut erwiesen. Ne? Die haben Hit and Run gemacht automatisch. Das hat mir sehr gefallen. Ich würde sagen, wir müssen jetzt aber unsere Truppen erst noch ein bisschen heilen. Das heißt, wir ziehen uns mal in die Hauptstadt zurück. Und ja, müssten eigentlich nochmal ordentlich rekrutieren. Und zwar jetzt natürlich auch mal, wir haben gelernt, auch ein paar Fernkämpfer. Wann ist denn das Gebäude hier fertig, was ich in Auftrag gegeben habe? Hier, 3 Runden dauert das noch. Berühmte Schleuderer könnte man hier rekrutieren. Das würde aber noch länger dauern. Shepherd of the people. Machen wir mal hier normale Schleuderer, nochmal eine Plänkler-Einheit. Und nochmal eine Einheit Schleuderer. Fangen wir hier mal langsam an. Oh, es ist dunkel geworden, okay. Und... Tja. Was haben wir hier Schönes? Holzdepot. Ah ja, das... Das ist doch mal was Schönes. So, Tempel. Wachstum dieser Provinz. Okay, hört sich ja grundsätzlich für die Hera ganz gut an. Was haben wir hier? Sturmangriff bei Rekrutierung. Okay. Rekrutierung von Priesterinnen bei Athene. Bei Poseidon Bewegungsreichweite auf der Kampagnenkarte. Nachschubrate in dieser Provinz eigene Armee. Zufriedenheit ist erhöht. Das ist natürlich interessant. Gunst der Aphrodite. Nachschubrate erhöht. Oder allgemeines Wachstum. Ah, wir bauen mal einen Altar der Aphrodite, falls wir hier noch mehr Verluste haben, die geheilt werden müssen. Können wir hier noch? Nee. Viel mehr Ressourcen haben wir dann gar nicht groß. Wir könnten noch eine Hütte des Handwerkers bauen. Machen wir dann doch noch das. Jetzt haben wir gar kein Holz mehr. Wir gehen mal in die nächste Runde. Wir wollen uns jetzt natürlich nochmal erholen und nochmal zurückschlagen. Denn diese Niederlage wird Agamemnon natürlich nicht hinnehmen. Das Problem ist, die Feinde haben hier eine Flotte. Auch mit Truppen. Fordert Ressourcen an. Wir sollen Ressourcen anfordern, okay. Nee, ich will gar nicht mehr erfahren. Ich weiß ja, wie das geht. Okay, wir sollen Ressourcen anfordern. Beginnt eine Runde mit 20 Einheiten in einer einzigen Armee, okay. Dann fordern wir mal ein paar Ressourcen noch an. So. Das wird ihnen nicht gefallen, aber die mögen uns aktuell, glaube ich, ganz gut. Und damit bekommen wir noch mehr Ressourcen.
So, wir müssen jetzt nämlich unsere Armee nochmal ausbauen. Wir haben schon 15 Truppen. Elites. Ich würde tatsächlich gerne nochmal auf bessere Nahkämpfer auch warten wollen. In 2 Runden ist unsere Kaserne fertig. Die Frage ist... Plänkler, leichte Wurfspeere. Ach, was ist denn da der Unterschied? Oh, die leichten Wurfspeere sind ja viel besser als diese Plänkler-Einheiten, sehe ich gerade. Ja, gut, und die archäischen Schleuder haben halt die, den Reichweiten-Bonus, aber halt kaum Rüstung, ne, das ist... Aber ich glaube, 3 Stück sollten da schon reichen, um eine gute Fernkampfbasis zu haben. Ja, und hier ist eigentlich wirklich noch die Rüstung mit am besten, ne, ich meine, da machen wir nochmal... Machen wir nochmal so eine. Hier ist auch die Moral höher. Geschwindigkeit ist 46, das ist ganz gut. Bei dieser Miliz ist recht schnell gewesen. Tja. Die mussten halt einiges einstecken, das war eher das Problem. Bauen wir nochmal eine Fernkämpfereinheit. Brauche ich nochmal Schleuderer. Billig, haben eine hohe Reichweite, da kann man defensiv auch spielen. So, königliche Lasse dauert sowieso noch. Dann gehen wir einfach nochmal in die nächste Runde. Oh, Sparta fährt hier mit Ariadna nach Treuzen. Oh, und Tyrins fährt auch dorthin. Mit ihrer Armee. Eine Kulturstufe ist gestiegen. Aphrodite, unser Tempel und Rituale entzücken die Götter. Die Omen zeigen deutliche Gunst an. Sehr gut. Eigenschaft erhalten. Minus 3% Rekrutierungskosten aller Armeeeinheiten. Na, perfekt. Das brauchen wir jetzt. Haben wir aber schon... Ah ja, doch. Wir haben jetzt hier das Gebäude auch gebaut. Das heißt, wir müssen jetzt noch bessere Einheiten machen können. Oh ja, aber hallo. Speerträger mit Schild. Die sind auch nicht so billig, glaube ich. 407. Keulenkrieger. Leichte Schwertkämpfer haben wir hier. Keulenträger mit Schild. Oh, die sind richtig teuer. Die haben aber auch einen richtig hohen Rüstungswert. Das gefällt mir. Wir holen uns mal auf jeden Fall die 2 dieser Keulenkrieger. Speerträger mit Schild, was ist da der Unterschied? 50. Oh, die haben auch hohe Moral. 30 Nahkampf. Oh, Nahkampfangriff nur 18? 36 Nahkampfabwehr. Schaden 90. Die sind ja mal tausendmal besser hier, die Speerträger mit Schild, als unsere Masse hier an schlechten Speerträgern, du meine Güte. Das ist ja unfassbar. Na gut, dann gehen wir nochmal in die nächste Runde. Ich spare mir hier mal jetzt die Ressourcen an ein wenig. Bin mir sicher, wir kriegen das hin mit Tyrins. Ah, hier, Sparta hat ein bisschen was für uns entdeckt. Und was haben wir hier? Diomedes von Argos möchte einen Nicht-Angriffspakt haben. Der ist auch an unserer direkten Grenze. Und er bietet uns Bronze an als einmaliges Geschenk. Wer ist denn hier? Kann ich das sehen irgendwie? Kann ich mal die Diplomatiekarte mir anschauen? Okay, hier sind wir, Mykene. Ah, haben wir hier noch eine Stadt? Ne, die gehört uns aber nicht. Ja, aber ich denke jetzt, am Anfang ist ein Nicht-Angriffspakt erstmal positiv. Wir stimmen denen zunächst zu, Argos. Denn der wahre Feind ist ja in Troja. Deren Forderung? Was? Nestor von Pylos fordert Geld von uns? Niemals. Das machen wir nicht. Ah, die feindliche Flotte kommt wieder näher. Das beunruhigt mich etwas. So, volle Kraft. Haben wir jetzt schon volle Kraft? Ich dachte, wir haben nur 19 Einheiten. Ah, ne. Wir haben tatsächlich 20. Und wir sind wieder voll an voller Stärke. Das heißt... Wie weit können wir denn in einer Runde marschieren? Oh, wir können in einer Runde so weit marschieren. Dann müssen wir jetzt auf jeden Fall mal die Götter anrufen, würde ich sagen. Göttlicher Wille.
Und zwar... Ares, mein Freund. Was bringt uns in ein Gebiet? Minus 5% Moral aller feindlichen Einheiten. Ja. Ich denke, das wäre... sehr sinnvoll. Zeus. Nein. Apollon. Sichtweite. Nein. Athene. Rang. Poseidon. Ja, nehmen wir mal Ares und, was bringt uns hier eigentlich Aphrodite aktuell? Die mag uns. Ah. Effekt erhöhtes Wachstum. Sehr gut. Ja. Wir wollen ein Gebiet machen. Kostet mich das, dauert das Zeit oder habe ich das jetzt schon? Ah, Gebiet ist ab der nächsten Runde wirksam. Alles klar, gut zu wissen. Das heißt, wir dürfen jetzt noch nicht angreifen, sonst bringt uns das ganz und gar nichts. Vielleicht können wir aber... haben wir noch... Ich würde gerne hier auch nochmal die Gunst von Ares steigern, indem wir hier viel Nahrung opfern. Das reduziert sowieso nochmal die feindliche Moral. Und plus 30% in der Schlacht erzeugter Zorn. Sehr gut. Diesmal gehen wir gut vorbereitet in die Schlacht hinein. Ich mache minus 2 Bronze. Wie kann denn das sein? Meine Einheiten kosten mich so viel Unterhalt. Dann brauchen wir mehr Bronze. So. Ah ja, hier. Plus 40 Bronze pro Runde. Ja, das passt doch gut. Ja, die Zufriedenheit hier sinkt dann zwar etwas, aber... wir machen das jetzt trotzdem. Wer ist denn das? Wem gehört denn das hier? Korinther. Das sind die Korinther. Und hier? Arkadia. Ah, okay. Hier sind also dann die Arkadia. Und hier kommt dann schon Sparta. Ich verstehe. Nun gut. Dann würde ich sagen, gehen wir nochmal in die nächste Runde. Wir haben jetzt den Göttern huldvolle Darbietungen gebracht. Und hoffentlich sind wir jetzt bereit für einen Angriff auf Tyrins. Vor allem, weil deren Flotte genau jetzt wegsegelt. Weg von ihrer Heimat. Das würde ich mal behaupten, ist ein schwerer Fehler. Und wir haben einen königlichen Erlass hier erlassen. Der bringt uns auch noch mehr Holz. Und Ziel verfügt über mindestens 60% Einfluss des folgenden Typs. In der Provinz Mykeneka. Okay. Belohnung, ein vereintes Mykene. Das ist eine große Aufgabe. Alles klar. So, Ares hat unser Gebet erhört. Sehr schön. Let my enemies beware. Ja, dann sind wir auf jeden Fall bereit. Haben eigentlich alles Wichtige getan. Wir können wieder einen königlichen Erlass machen. Ich denke, wir machen jetzt mal hier die Bronze schlagenden Rekruten. Gehen ein wenig auf den militärischen Pfad, der ist jetzt, denke ich, auch sehr wichtig. Okay, ja, dann machen wir jetzt doch noch tatsächlich eine dritte Folge im Anschluss, weil ich möchte das natürlich nicht auf mir sitzen lassen, dass wir hier Tyrins noch nicht besiegt haben. Das heißt, eine dritte Folge wird es auf jeden Fall noch geben und danach schaue ich mir eure Reaktionen zu den ersten drei Videos an. Bis zum nächsten Mal. Alles Gute, euer Gaius Julius Caesar.